Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe neulich ein cooles Labyrinth gesehen, das man ganz einfach selber basteln kann. Ich will nun ausprobieren, ob das nicht etwas für die roten Milane ist. Zum Basteln habe ich mir allerdings Hanna zur Hilfe geholt. Sie ist da etwas geschickter, wenn es um Papier geht. Wir beide brauchen ein paar Zettel von einem Prospekt, einen Schuhkarton und eine Schere. Außerdem eine Murmel, einen Bleistift, einen Klebestift, ein paar weiße Blätter Papier und die Vorlage für den Weg der Kugel. Aber das braucht man nicht unbedingt. Man kann sich auch selbst etwas überlegen. So, dann kann es ja jetzt losgehen. Als erstes nehmen wir eine Seite aus dem Prospekt, bestreichen die untere Kante mit Kleber und rollen sie eng zusammen. Legt euch zum Kleben auf jeden Fall etwas unter, nicht dass der Tisch dreckig wird und eure Mama schimpft. So, weiter geht's. Also, schön eng einrollen. Wenn ich bei der Mitte des Blattes angelangt bin, kann ich die Rolle schon einmal festkleben, damit sie auch gut hält. Dann weiterrollen und am Ende nochmal festkleben. Fertig ist die erste Rolle. Wir brauchen aber ein paar mehr davon. Hanna ist richtig schnell. Schwupps hat sie 6 Rollen fertig. Das wird wohl reichen. Jetzt können wir das Labyrinth bauen. Seht ihr? Hanna ist super. Sie legt sich einfach die Schablone in den Deckel und zeichnet die Felder auf den Kartonboden. Achtet auf jeden Fall darauf, dass zwischen den Feldern genug Platz ist, dass die Kugel hindurchpasst. Ach ja, mit einem Filzstift geht das gleich viel besser. So, jetzt die einzelnen Stücke abmessen und zurechtschneiden. Schnipp, schnapp und ab. Nun mit dem Klebestift etwas Kleber auf die eine Seite und dann auf das entsprechende Feld im Karton drücken. Klasse, Hanna, das sieht ja schon richtig gut aus. So, und jetzt noch die einzelnen Stationen nummerieren. Dann wird es etwas schwerer, denn man soll, so stand es in der Anleitung, versuchen, mit der Kugel die Nummern der Reihe nach zu besuchen. Danke, Hanna, für deine Hilfe und euch wünsche ich viel Spaß. Ich werde das Labyrinth auf jeden Fall mit den roten Milanen in den Ferien basteln. Da werden wir alle viel Spaß haben. Aber ich will jetzt schon mal ein bisschen üben, nicht dass die 6 Freunde mich nachher schlagen.